Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute ein kurzes Thema: Eltern. Soll man es ihnen denn sagen, wenn man was konsumiert oder nicht? Da würde ich da empfehlen, je nachdem wie alt das du bist, ich gehe jetzt mal davon aus volljährig, weil unter 18 ist es nicht zu empfehlen, irgendwelche Substanzen auszuprobieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist 18, wohnst aber noch bei deinen Eltern und möchtest das ihnen schon beibringen. Da würde ich da echt raten, vorsichtig vorzutasten, wie sind sie denn so drauf zu dem Thema, wie waren sie selber drauf und wie offen kann man mit ihnen umgehen. Bei mir war das so, ich habe ja schon mit 18 bin ich ausgezogen, mit 20 bin ich zurückgekommen und meine Mutter hat es gerochen und hat es mir halt gleich direkt gesagt, du musst nicht irgendwo draußen auf dem Klo heimlich am Fenster rauchen, du kannst doch hier rauchen. Fertig. Und dann haben sie mich halt ausgefragt und dann habe ich halt geredet. Ja. Mein Vater war ein Alkoholiker, der konnte nichts dagegen sagen. Ja, wenn er gesagt hätte, du darfst denn, gesagt, ja, du brauchst ja gerade drin. Und deswegen hat er es nicht probiert. Und solange es beim Cannabis geblieben ist, beide haben gesagt, okay, das ist dann kein Thema. Das gab es auch früher schon. Das ist nicht so schlimm. Meine Eltern sind während dem Zweiten Weltkrieg groß geworden. Die haben halt da viele Sachen erlebt und gesehen, die man nicht sehen möchte. Und das ist halt sowas, das gibt man halt dann mit, so eine Traumas, weißt du? An die nächste Generation, denke ich mir mal. Und mein Vater hat das halt mit Alkohol weggemacht, was er erlebt hat. Und so weiter. Ne? Alkohol ist eine Drecksdroge. Und deswegen hat er halt nichts dagegen sagen können, also mitgekriegt hat, dass ich Cannabis konsumiere. So einfach war das bei mir. Aber ich habe auch andere Kumpels gehabt und habe es da erlebt, das war volles Drama. Also da sind die Eltern richtig ausgeflippt und haben sie rausgeschmissen von zu Hause, als sie das mitgekriegt haben. Und ja, die waren aber 16, 17. Aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Hey, das ist schon heftig. Dann triffst du jemanden, den kennst du von früher und fragst, nee, was machst denn du? Wo lebst du? Ja, auf der Straße, meine Eltern haben mich rausgeschmissen, weil sie mitgekriegt haben, dass ich kiff. Weißt du, was ich meine? So verschieden sind die Leute gewesen damals. Ja. Aber die meisten haben es cool aufgenommen und bei vielen war das halt dann auch kein Thema, wenn die dann harte Drogen genommen haben. Ja. Weil die Eltern halt die Eltern sind, das ist halt nochmal so. Besser ist aber, man lässt die Finger davon bei den weichen Zeug und lässt das Leben überhaupt kein Problem, da kann man alles auf drei kriegen. Ja, das soll ja mal nichts zu tief dort dafür. Bis dann. Peace out. Be my star.